Ah, super. Hallo und herzlich willkommen. Und zwar wollte ich heute mal in 7 Days to Die reinschauen. Das ist ein Zombie-Survival-Game. Und ich habe da eine interessante Stelle gefunden, die von öffentlichem Interesse sein könnte. Öffentlich heißt in diesem Falle für die 4,5 Zuschauer, die mein YouTube-Kanal hat. So, wir hören die Grillen schon. Ah ja. Genau. Oh. So, und zwar habe ich jetzt mir neulich ein Motorrad gekauft hier. Und das hat dazu geführt, dass ich ein bisschen mehr erkunden kann hier, als das zu Fuß möglich ist. Also normalerweise bin ich hier und ich bin jetzt hier ganz runtergefahren und dann hier längs und dann dadurch und dann hier wieder hoch. Und jetzt bin ich hier und es kommt einem merkwürdig bekannt vor hier irgendwie, diese gelben Wände und diese Türen und dieses Haus auf dem Hügel. Ah! Ja, und Gott, Geier. Wenn man sich das Schild hier anguckt, da heißt es Fates Motel. Und ich wollte mich nicht nehmen lassen. Ach du meine Güte, laufen noch mehr Zombies. Das gemeinsam mit euch zu erkunden. Hallo. Oh je. Steht wieder auf. Ah, ich glaube, die Reichweite ist nicht groß genug, ne? Vielleicht mal mit dem Bogen. Ah, okay, sehr gut. Die hat mich nicht gesehen. Ja, also da war der Norman eine Zeit lang nicht. Und so scheußlich aufgeräumt sieht das Bad auch nicht aus. Taschenlampe, okay. Miso-Suppe. Okay. Wieso Miso? Kaffee. Wer bewahrt Kaffee im Bad auf? Okay. Warte mal. Warum ist das hinter der Wand ist noch irgendwas? Das kann doch nicht hinhauen hier. Gucken wir mal. Hier ist noch ein Zimmer. Ein Zimmer ohne Tür. Nee, hä? Ah, okay. Der Automat steht direkt vor der Tür. Sonnenbrille. Ah, Waffensack. Stahlspeer. Da können wir zumindest die Einzelteile gebrauchen. Sonnenbrille. So, okay. Nehmen wir mal das nächste.
höre Schritte, aber ich sehe nichts. Ah! Okay. Messing können wir auch immer gebrauchen. Warte mal, da ist bestimmt... kein Platz mehr. Oh! Das ist... Ach! Das ist, wo der Norman immer steht und... Tür ist abgeschlossen. Hier ganz Badezimmer im Badezimmer. Das ist also quasi... Hier ist das Loch in der Wand. interessant. Dann wollen wir mal ins Haus gehen. Bin gespannt, ob wir da auch Easter Eggs finden. Ich sehe zumindest keine Tiere an den Wänden hier. Oh, hier geht's nach unten. Interessant. Level! Eieiei. Was ist das hier, Kohle? Ne, nur Stein. Okay. Da liegt Kohle. So. Oh. Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Noch weiter nach oben. Aber gucken wir erstmal auf diesem Stockwerk, wo hier sind alle Türen zugenagelt scheinbar.
Ah! Ah, meine Güte, da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Tauchen die plötzlich hinter einem auf, verdammte Scheiße. Ah, okay. Bücher. Kriege ich jetzt die Türen auf? Okay, warum sind hier Särge? Oh. Ihr müsst euch nicht wundern, dass ich immer wieder die gleichen Zombies umbringe. Es gibt nicht so viele Zombie-Modelle. Hier haben wir auch noch eine Räumlichkeit, wo wir noch nicht waren. Okay. Also in diesen Schränken, da stehen meistens Zombies drin, die nur darauf warten, dass man da vorbeiläuft, damit sie auf einen raufspringen können. Ja. Okay. Ach so, keine Ahnung. Ja, toll. Toll, toll, toll. Gucken wir mal, was wir hier lassen. Weil das hier sind die Lootkisten. Da sind die wertvollen Sachen drin meistens. Aber vielleicht gucke ich erstmal, ob ich was ins Motorrad noch legen kann. Das Motorrad hat auch Sperrraum, also Stauraum, das meine ich. Stauraum, genau. So. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas noch stapeln können. Das sieht doch schon besser aus. So. Guti. So, dann hoffen wir mal, dass wir das wiederfinden, das Zimmer. Und dann haben wir noch ein ganzes Stockwerk oben, glaube ich. War das hier? Okay, Kojoten. So. Weiß nicht, ob wir das Papier unbedingt mitnehmen müssen, aber Munition ist immer gut. Ein paar Mods für Zeug dabei. Revolver. Ah, Steel Knuckles. Dann lasse ich das Papier mal da. Papier ist nicht so wichtig. So.
Dann haben wir den Raum auch. Dann gucken wir jetzt mal nach oben. Wie bin ich denn hier eigentlich jetzt reingekommen? Da, so, genau. Yeah! Wo geht's denn jetzt noch weiter nach oben? War das hier? Das war hier, ja. Dachboden. Ah! Stahl, sehr gut. Bier, okay, Bier haben wir schon, sehr gut. Und lassen wir dann mal den Ton zu Hause. Wer macht den Krach hier? Ah! Shit! Okay. Irgendjemand zerlegt hier Teile vom Gebäude. Ist ein Bücherregal? Nee, das habe ich leider schon durchgeguckt. Okay. Ja, genau, da war das drin. Ah, lassen wir mal das angebissene Brot da. Meine Fresse! Der hat den Krach gemacht hier. Ja, no room in inventory. Das ist ein Problem. Können den Amboss könnten wir noch scrappen. So. Nee. Ich nehme mal den Reifen mit. Was ist das hier? Range Damage Plus, okay. Aber wir können was essen zum Beispiel. Und was trinken müssen wir sowieso. Dann haben wir wieder Platz. Ja, jetzt ist 4 Uhr. Das heißt, es greifen ab jetzt weniger Zombies an. Allerdings, wenn man in so Häusern rumläuft und Kram sucht, dann sind das immer genug Zombies trotzdem. Wow. Haben wir noch irgendwas zu trinken außer alkoholischen Sachen? So. Was ist das? Empty Water Jar, okay. Ja, nee, das reicht. Tja, das ist also... Ah! Himmel! Super. Das ist also Fates Motel hier. Ah!
trifft sich gar nicht so gut, wenn man Bier getrunken hat hier. Ja, wir haben leider kein Norma Bates Schlafzimmer. Oder Norma Fates. Ich glaube, das hier ist am nächsten dran, aber richtig original ist es nicht. Das ist alles leer, ne? Ja. Und so sieht das Ganze am Tag aus und wenn man besoffen ist. Wo? Ah, Kojote. Das tut mir ja leid, Kojote, aber das muss sein. So, kann ich noch irgendwas wegtun hier? Das können wir scrappen. So. So, wo war der Kojote hier? Weil das ist alles Essen, das wird nicht verschwendet. Ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Fand ich lustig hier, gerade wo ich mit Teilen meiner Subscriberschaft neulich erst die ganzen Psychos geguckt habe. Finde ich von außen sieht es sehr, sehr nah dran aus. Okay. Dann wünsche ich euch alles Gute und frohe Weihnachten und was weiß ich. Bis denn. Und drückt die Glocke und bla. Und smasht den Like-Button. Und schreibt einen Kommentar. Bis denn.